Drei Pferde haben wir schon besprochen. Das erste Mal greifst du ein, dann, wenn es ernst wird, nämlich im Präsidentenpreis, erste Zuchtrennen des Jahres. Luna Sanna als erste Linksteilerin, das ist sicher kein Nachteil. Ja, es sind zwar nur 8 Pferde, ich sehe das aber ziemlich gleichwertig. Luna Sunrise fängt gut an, also wenn den Start gut erwischt, ja, eventuell mal vorne Tempo vorgeben oder wen passieren lassen. Ich glaube, das entscheidest du wahrscheinlich kurzfristig, aber Chancen, wenn der Rennverlauf passt, zumindest auf einen Platz gilt, sind meiner Meinung nach vorhanden. Ja, das denke ich auch. Ich habe das geübt aus dem Band. Ich glaube, dass sie da auch sehr gut anfängt und erster links. Vielleicht haben wir das Glück, dass sie nach vorkommt. Wenn der Rennverlauf passt, sollte sie schon ganz weit vorne zu finden sein. Die Pferde aus dem zweiten Band, ja, Magic Paradise, sehr gute Form, Delaria Venus, sehr gute Form. Aber die Luna Sunrise ist auch sehr gut gegangen, die letzten Starts. Überhaupt, wo sie gewonnen hat, da hat sie überlegen gewonnen. Wenn der Rennverlauf passt, fahren wir schon mit ganz vorne. Erste Zuchtrennen des Jahres mit dem Präsidentenpreis. Bauer Vital gibt 20 Meter vor. Ich finde es im Gesamten ein sehr ausgeglichenes Feld. Da ist vieles möglich zum Gewinnen. Denke ich, wird wohl alles passen müssen. Wir haben ja die Wiener Starts besprochen, die waren eigentlich sehr gut. Wels war natürlich der Rennverlauf nicht optimal. Dennoch hätte ich mir ein wenig mehr erwartet gehabt. Ja, ich muss schon sagen, der Rennverlauf war gar nicht gut. Und man kann sagen, man hätte mehr erwartet. Man muss aber auch sagen, schlechte Bahnverhältnisse waren auch für alle gleich natürlich, aber für ihn vielleicht besonders schwierig mit seinem Geläuf. Und dass hier ein sehr ausgeglichenes Rennen vor uns ist, das ist auch richtig. Deswegen denke ich, eine genaue Prognose abzugeben, wo wir dann zu Schluss platziert sind, das traue ich mir gar nicht. Präsidentenpreis 2021 mit Biodream Venus und Erich Kubes und Dagelfingerform, da war die Nummer schlecht, da war sie auch nicht auf 100. Die Renner davor waren aber stark und ich glaube, letztes Jahr ist sie im Hochstaffel schon mal aus dem Band gegangen und das gar nicht so schlecht. Ja, da war es gar nicht so schlecht. Es war in Baden und Wien ist ein bisschen anders. Werden wir sehen, wie sich das kapiert. Aber ich denke halt, von vorne weg haben wir schon zumindest gute Chancen, unter den besten drei zu sein.